Was machen? Jetzt bin ich wieder zurück. Jetzt sind wir bei 27.000 Aufrufe, wo ich mittlerweile von euch erhalten habe. Vielen herzlichen Dank. Ich werde euch weiterhin auf die Nerven gehen. Das geht mir so schnell nicht los. Das ist nicht ausgestellt. Wie die wird irgendwann bin ich bei da von ganz weg. Also halt der anderen Seite vom Leben. Jenseits. Ah, so nennt man das genau. Ja, also ja, ich mache hier wahnsinnig, ich habe ja wahnsinnig viele Projekte noch vor, wo ich versuchen werde, alles in einer Woche noch zu machen. Das ist verdammt viel. Ich habe hier hinten dran, hier in der Kamera, eine riesige Wand, wo alles voll steht an Ideen, ja. Und ich versuche es für mich so schnell wie möglich, warum heißt schnell wie möglich? Ich habe mein ganzes Leben noch Zeit. Also gut, so viel habe ich auch nicht mehr Zeit, weil ich ja nicht unsterblich wäre. Schade, gell? Wenn man unsterblich wäre, ja, dann könnte man ja wahnsinnig viel machen. Gell? Stell dir mal vor, man wird unsterblich, gell? Da könnte man ja durch die ganze Generation wandeln. Gut, alle anderen, wo um einen herum sind, werden dann halt wegsterben. Aber man lernt ja immer neue Leute kennen, gell? Und das Wissen von der Zeit, von den Zeiten, wo man durchlebt, kann man immer wieder in neue Generationen mitnehmen, ja. Und dass die vielleicht was Neues draus lernen oder was Neues draus machen und so weiter. Das wäre ja wahnsinnig, gell? Und irgendwann, ja, ich war vielleicht der letzte Mensch, gell? So, ne? Das würde ich auch noch, das würde ich auch noch akzeptieren, so ist das nicht. Also, ja, weil alles geht mal zu Ende, gell? Auch Zivilisationen gehen unter, gell? Und vielleicht verschwindet irgendwann die Menschheit, ganz vielleicht, und dann bleibt vielleicht einer übrig. Gell? Und ich würde das Schicksal schon, ja, ich würde das schon akzeptieren, dann wäre das halt so, aber bis dahin immer sowieso Raumschiffe und sowieso in der Universum da, dann kann man sich da wieder weiter verbreiten. Also, ja, oh ja, tausende von Jahren, also sieht man ja, wie schnell die Menschheit eigentlich von der Entwicklungsstufe, von der Höhle, rausgekrabbelt ist und hat halt dementsprechend schon so einen Entwicklungsstand gemacht in kürzester Zeit, ja. Stell dir mal vor, die Menschheit hätte es nicht gegeben. Niemals gegeben auf diesem Planeten. Das wäre ein wunderschöner Planet. Wow. Da wäre schon richtig, ja, nur Tiere, nur Pflanze, nichts anderes. Und nehmen wir mal an, die Saurier wären nicht ausgelöscht worden durch einen Komet oder was auch immer da runtergefallen ist. Kann ja auch in Krieg gewesen sein, im Weltraum, der ist ein Raumschiff abgestürzt und hat eine Kettereaktion ausgelöst und hat halt alles Leben ausgelöscht. Kann ja alles sein. Möglich ist alles. Und, naja, man kann ja alles beiziehen. Und die Saurier hätten überlebt, ja. Dann werden jetzt vielleicht Saurier verirrt, vielleicht Saurier vor der Kamera sitzen und wir dann da wack, wack, wack machen. Also, die wären auch, die hätten sich auch weiterentwickelt, weil weiß, was aus denen geworden wäre. Also, da hätte es uns nicht gegeben in der Hinsicht. Wir wären dann wieder vielleicht für die gewesen, wenn wir aufgetaucht wären. Man nimmt ja auch an, dass die Saurier gleichzeitig mit dem Mensch unterwegs waren. Ja? Man hat ja schon sehr viele Funde gefunden mittlerweile, wo Saurierabdrücke und Menschenabdrücke zeitgleich waren. Ja? Also, es gibt diese Carbon-Methode, wo man das Zeitalter von Steinen bestimmen kann. Und da hat man den Fußabdruck von diesem Saurierfuß analysiert und gleichzeitig den Mensch, und das war zeitgleich. Wahnsinn, gell? Und so wundert man sich. Vielleicht hat es den Menschen auch gegeben auf dem Planeten Erde. Kann ja sein, vielleicht zu früheren Zeiten. Vielleicht war der schon so hoch technisiert und hat sich in dem Moment vielleicht ausgelöscht. Kann ja sein. Durch eine Katastrophe, durch Krieg oder so, wie wir jetzt drauf zulaufen, auf sowas vielleicht. Und die Restlichen haben sich gesagt, wir wollen davon nichts mehr wissen. Wir gehen zurück und alles verschaffen, schmeißen zum Meer oder lass es irgendwo verrotten, irgendwo in Berge vielleicht drin oder irgendwo auch immer. Vielleicht unterm Sand, unter der Wüste, vielleicht riesige Städte verborgen oder wo auch immer in der Antarktis und so weiter. Weiß man ja alles nicht. Obwohl man sagt, man weiß es nicht, aber wenn man die heutige Technik so sieht, was die Amerikaner an Möglichkeiten haben, von den Satelliten, dass die von oben runter das kleinste Münster lesen können, dann können die auch bestimmt durch manche Gesteinsschichte und so weiter sehen, was es da so noch gibt aus der Vergangenheit, wenn sie es ja nicht schon alles kassiert haben. Also, ich denke halt über solche Sachen nach. So ist das nicht. Es gibt ja alles Mögliche an Möglichkeiten.
Die Amerikaner sind in der Hinsicht ja sehr weit mittlerweile und ja, ich mag sie trotzdem. So ist das nicht, ja. Auch wenn ich manchmal so Amerikaner da denke, ja, das ist so ein Raubvolk, ja, so wie die Römer, aber das ist ja nicht so. Das ist kein Raubvolk in dem Sinn, sondern die versuchen nur ihre Freiheit zu verteidigen. Ja, die Römer haben es nicht gemacht. Die Römer haben andere Länder angegriffen, haben alles kassiert, was sie konnten, und haben das Volk dann so versklavt, wie es nur ging. Die Amerikaner machen das nicht. Die Amerikaner sagen sich, oh, meine Freiheit wird angegriffen, ich muss jetzt da mal ein bisschen aufräumen und dann ist meine Freiheit wieder gesichert. Wenn wir Deutschen die Möglichkeit hätten, ja, noch hätten, ja, weil unsere Bundeswehr ist sowieso am Boden, unsere Marine, naja, und unsere Luftwaffe, ich sehe keine Säger mehr fliegen. Meine Kindheit war ja immer was los da. Ja, da gab es auch noch diesen Kalten Krieg. Da war es ja wichtig, dass die Bundeswehr instand bleibt. Jetzt, wo alles vorbei ist, ist irgendwie das nicht mehr interessant. Und unsere Soldaten werden ins Ausland geschickt, da können sie ein bisschen Krieg spielen. Manche kommen zurück, manche nicht mehr. Das ist schade. Und ich würde sie nicht wegschicken. Und ich würde sagen, ey, was geht mich das? Was geht mich Ausland an? Im Inland ist eigentlich genug zu tun, ja. Aber naja. Da kann man sich ja streiten, da kann man ja stundenlang über dieses Thema reden, aber das bringt ja alles nichts. Die Politiker machen sowieso, was sie wollen, ja, und nur sie machen es dann nicht mehr, wenn sie kurz vor der Wahl stehen. Dann denken sie ein bisschen um und sagen, oh, wir müssen irgendwas machen, um das Volk dann doch wieder auf unsere Seite zu kriegen, und danach machen wir sowieso wieder, was wir wollen. Wo ist das? Wo ist das? Aber der Deutsche merkt es nicht. Irgendwie merkt es der Deutsche nicht. Der merkt es nicht, dass er überrascht hat. Ja, leider. Es ist irgendwie seltsam. Es ist seltsam. Was will ich eigentlich sagen? Ich wollte hier wieder alles aufgegriffen, kreuz und quer, gell? Ich halt wieder, gell? Das nehme ich halt wieder. Ja. Ich mache halt, also wie gesagt, ich mache hier vieles mittlerweile, kreuz und quer. In alle Richtungen mache ich irgendwas. Und ob ich damit fertig werde in kürzester Zeit, weiß ich nicht. Ich versuch's. Weil, wie gesagt, hinter der Kamera ist eine riesige Wand. Da habe ich all meine Ideen soweit aufgeschrieben und das ist eine Riesenmenge, ja. Also, und ich habe alles noch russelt da drin, ja. Oh. Ja, ist halt so. Und wenn mir was Neues einfällt, dann schreibe ich es dazu und dann versuche ich so schnell wie möglich. Und so schnell wie möglich, es dauert ja manchmal auch Stunden, was drauf geht, ja, wenn man dann was im Internet was sucht, ja, und was gestalten will, ja. Da habe ich jetzt vor kurzem eine Amerikanerin, der ihren Freund ist in Afghanistan stationiert als Soldat. Da habe ich ja gleichzeitig für die Amis gemacht. Ich mag sie irgendwie, die Amis. Und ja, die können auch Spaß machen. Das kennen die Deutschen nochmal komischerweise. Die sind so steif und ja. Da habe ich sie dann gefragt, ob ich ihre Videos benutzen kann. Die singt ja auch so auf die Gitarre. Hat sie das bestätigt. Und dann habe ich was gesucht. Kampfhandlungen der Amerikaner im Ausland. Also in Afghanistan. Es ist verdammt schwer. Alles ist zensiert. Entweder ist massenweise Werbung drin. Oder es ist so verhunzt, das Ding, dass man es eigentlich fast nicht mehr angucken kann. Ja. Oder aber es ist halt zerschnitten. Ja. Ich habe mir ungelogen in einer Nacht 300 Kampfhandlungen angeguckt von den Amerikanern. Das ist nur ein kleiner Bruchteil gewesen von der Riesenmasse, was im Internet herumsaust. Und dazwischendrin habe ich einen gefunden. Oh, habe ich einen gefunden. Originalaufnahme. Da geht es ja Rambazamba, da geht was da. Da fallen auch die Amis um, so ist es nicht, und werden auch verletzt und da boomt's und scheppert's. Aber egal. Dann habe ich den Video genommen und habe ihn gesplittet und habe dazwischen ihre Gesangseinlagen reingebracht. Das ist dann so Lieder der Liebe für einen Soldaten in der Ferne. Davor habe ich dann noch gesetzt, habe ich mir gedacht, ah ja, das passt ja alles wunderbar zusammen. Aber ich habe davor gesetzt, Elvis Presley. Muss ich den aus dem Städtle raus. Ist so cool. Da habe ich gedacht, oh, das setze ich noch. Entweder setze ich es zum Schluss oder setze ich es ganz vorne. Da ich halt, weil er ja fort geht, muss es ganz nach vorne. Also habe ich das nach vorne gemacht. Es war ja verdammt schwierig, dieses
Video miteinander mit einer Kampfhandlung zu kombinieren. Ja. Also, aber es hat funktioniert. Und das habe ich ihr dann geschenkt. Und so bin ich halt so. Ich bin dann so, ich habe es meinen Kanal und da kannst du meinetwegen haben, kannst es einbetten. Und wenn es dann hat, kann es dann auch. Das kann sie aber nichts. Das habe ich für sie gemacht, ja, weil sie so engagiert ist für ihren Freund oder im Ausland, für sein Volk, für die Wahrheit seines Volkes kämpft. Puh. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin halt so. Ich bin halt so, ich helfe manchmal auch Leuten. Wenn sie irgendwie nicht vorwärts kommen, dann hänge ich mich dran und dann versuche ich das Beste daraus zu machen. Und für sie auch was zu gestalten. So ist das. So. Da habe ich auch mal vor kurzem einem YouTuber, nennen wir es einfach mal so, gell, ist ja auch einer, der hatte gesehen, dass ich in Mass Effect 1 eine Person gestaltet habe, ein Mädel, gell, also eine Frau. Und die habe ich so gestaltet, die hat mir gefallen. So. Mir hat es auch gefallen, so ist es nicht, ich spiele gerne Frau, das ist irgendwie so ein bisschen eine schönere Bewegung. Und die bringen auch viel mehr rüber als ein Mann, ist manchmal so ein bisschen gaggelig so. Nicht in der Realität, aber so im Spiel ist es manchmal, kommt es nicht so richtig rüber, wie eine Frau. Und dann habe ich gefragt, ob ich das nochmal gestalten kann. Dann habe ich mich dran gesetzt. Ich habe lange gebraucht, bis ich genau das Eugen genau so wieder hatte, wie ich meine eigene Figur hatte. Dann habe ich die hochgeladen, habe sie geschrieben. Dann hat er sie runtergeladen und dann, ich habe sie gelöscht. Und er hat sie. Kritisch. Oh, Schabatine. Oh ja, so. Ich bin so. Das ist so, ist für mich wichtig, so, wenn jemand da irgendwie Probleme hat, dann versuche ich ihm, oder versuche ich das dann halt auf die Art, eine Art, eine, auf die eine oder andere Art und Weise zu lösen für die Person. Wenn es ihm Spaß macht, so ist es halt. Wie gesagt, ich mache hier alles aus Spaß und der Freude. Ich verdiene aus dieser ganzen Sache nichts. Es ist mir wirklich nur Juxentollerei, was ich da mache. Und wenn sich da jemand mitmachen will, kein Problem. Ob Mann, Frau, egal was. Es kann auch ein Alien sein. Na ja. Aber ja, ich bin da offen und mach das nichts. Ja, und ich bin so friedhaft, ich mir so, ich würde ein Alien nehmen. Wenn da einer kommentiert hat, oh, ich würde da gerne mitmachen, ist ja nicht gut. Ich verrate dich nicht, wo du bist oder wo du bist, solange wenn du die Aufnahme machst, kannst du wieder abhauen mit dem Schiff und dann kommst du wieder und machen wir wieder eine neue Aufnahme. So ist das, wo ich würde den verraten. No, 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 no. Und sonst sind wir ja alles Aliens, gell? Wenn wir in andere Welt reisen, zum Beispiel auf dem Mond oder irgendwann kommt der Mensch auf dem Mars, wenn er nicht schon dort war, dann ist er auch ein Alien. Dann kommt er von außerhalb und ist ein Alien. Dann ist zwar ein Mensch, aber im Grunde so ein Alien. So wie zum Beispiel, das heißt ja immer Ausländer, gell? Ja, wenn ich ins Ausland gehe, bin ich auch ein Ausländer, oder? Das ist alles selber. Also. Und so ist es auch mit Aliens, gell? Wenn ich hier von einer Planete gehe und werde dort von dem Volk begrüßt, wo das lebt, ja, dann bin ich schon für die ein Alien, gell? Nicht ein Ausländer, sondern Alien. Was Außerirdisches. Ja, müssen wir ein bisschen nachdenken über das, was man eigentlich manchmal so. Man sagt immer die Aliens, die Aliens. Ja, manche dann selber einer, wenn man nach Hause fliegt, die schon dann selber einer. So hat die Menschen noch nie gedacht, dass sie dann auch Aliens sind. So, oh, oh ja, denkt man drüber nach, Leute? Ist so. Ja, wie werden wir denn aufgenommen? Als Aggressoren? Wenn wir dann zum Beispiel auf einer Planete reisen, ja, und die Wesen, was auch immer da erlebt, gell, und die sehen unser Schiff und so weiter, denken auch, oh, was wollen die von uns? Oh, müssen wir die jetzt abschießen? Oder können wir mit denen Frieden machen? Das ist immer so eine Sache. Und so ist es auch auf der Erde, ja? Wenn da so ein Ding auftaucht, was machen wir damit? Schießen wir es ab? Oder machen wir Frieden? Oder was machen wir mit dem Ding? Also ist es so. Ist es so? Kann ja aus der Zukunft kommen, kann ja aus einer Dimension kommen, es kann ja überall herkommen, dieses Ding. Aber dass es so riesige Mutterschiffe gibt, also das schon, bestimmt, außerhalb, auch nicht hier auf dem Planeten rumfliegen. Das ist in mit diesen Nachrichten sagen, das läuft. Jedenfalls, gut, okay, jetzt sind wir auf. Das kreist ja alles, jetzt habe ich wieder alles kreuz und quer geschmissen, gell? Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder, wenn ich dann, ich komme dann einmal anderswo in den Sport rein, muss ja nicht immer den Tausender sein, sondern ich kann das auch anders machen. Ich kann auch mal einen Zwischensport machen. Oder zwischendurch irgendwie was. Thema gibt es ja genug. Ja.
Also ich wünsche euch eine gute Zeit und wie gesagt, vielen Dank, herzlichen Dank nochmal für die 27.000 Klicks. Ich werde euch weiterhin auf die Nerven gehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.